Es ist wieder Samstag und das heißt Team Talk beim TSV Walmdorf. Heute haben wir allerdings keinen Studiogast, mit dem wir uns heute befassen wollen. Heute wollen wir euch ein Projekt vorstellen, den Sportcampus Walmdorf. Das Areal der ehemaligen Gärtnerei Walz und die Liegenschaften darum befinden sich im Wandel und sollen eine neue Funktion erhalten. Teil der Liegenschaften wurden bereits von der Stadt Stuttgart erworben. Hier entstanden in den letzten Jahren bereits eine Kindertagesstätte und eine Flüchtlingsunterkunft. Nun soll der gesamte Bereich unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger weiterentwickelt werden. Für diese Weiterentwicklung gibt es mehrere Vorschläge. Auch der TSV Walmdorf hat gemeinsam mit der SG Walmdorf und dem Basketballclub Stuttgart ein Konzept für dieses Areal eingereicht. Aber warum eigentlich? Hier beim TSV Walmdorf haben wir extreme Platzprobleme in allen Abteilungen. Die Kapazitäten sind ausgeschöpft und die Anfrage nach Sportangeboten steigt. In den Wintermonaten können wir unseren Jugendspielerinnen und Jugendspielern keine ausreichenden Trainingseinheiten in den Sporthallen bieten, weil diese einfach ausgelastet sind. Auch unsere Futsalmannschaft, 2019 Deutscher Meister und Champions League Teilnehmer, stößt auf große Probleme. Das Team kann von 4 Hallentrainingseinheiten pro Woche nur einmal in einer Halle trainieren, die Spielfeldmaße besitzt. Alle anderen Einheiten finden in Hallen statt, die deutlich kleiner sind. Aus diesem Grund haben die 3 großen Walmdorfer Sportvereine für das Bürgerbeteiligungsprojekt ein Konzept entwickelt, um dem Bedarf an Sportstätten gerecht zu werden und allen Leistungssportlern und Sportbegeisterten ein Zuhause bieten zu können. In diesem Konzept sind unter anderem eine Dreifeldsporthalle, eine Halle mit Übungsräumen und ein Schwimmbad verankert. Damit soll der Sport im Stuttgarter Norden für rund 3.800 Mitglieder und viele weitere Sportbegeisterten, ob nun Leistungssportler oder Gelegenheitssportler, attraktiver werden. Mit dabei bei der Planung war auch Dr. Lothar Barth von der SG Walmdorf, den ich jetzt per Videoschalte hier herzlich begrüßen möchte. Hallo Lothar, vielleicht ein paar einleitende Worte zu dir? Ja. Hallo, ich freue mich riesig, heute beim Team Talk mit dabei zu sein. Mein Name ist Lothar Barth. Ich bin quasi der Kollege von Klaus Detmer bei der SG Walmdorf, also der Vereinsvorsitzende. Ja, beim TSV ist der Bedarf nach Sportstätten groß, wie gerade schon auch leicht angerissen. Wie ist denn die aktuelle Sportstättensituation bei der SG Walmdorf? Ja, die Frage ist gut. Was für Probleme haben wir? Wir haben vielleicht weniger beim Fußball derzeit Probleme, was Kapazitäten angeht. Aber natürlich beim Handball, bei allen unseren anderen Sportarten, sei es Judo, sei es Capoeira Boxen, wir haben überhaupt gar keine Hallenzeiten mehr, die verfügbar sind. Auf den Platzzeiten sind wir total limitiert in der Zwischenzeit. Also ist auch beim Fußball geht es wirklich durchgetaktet durch. Und wir sind gar nicht mehr in der Lage, quasi ein neues Sportangebot anzubieten, weil wir gar keine Räumlichkeiten mehr haben. Und das ist sowohl jetzt im Bereich zum Beispiel der ballgebundenen Sportarten, wie Handball oder Fußball der Fall, aber natürlich auch bei allen anderen, die wir haben. Und deswegen brauchen wir dringend jetzt diese Aufwertung des Walzareals, um dann einfach zusammen mit euch, dem TSV und zusammen mit dem BBC, einfach mehr Sportflächen zu haben. Ja, mehr Sportflächen für die Walmdorfer Vereine ist das Ziel. Gemeinsam mit den anderen Vereinen wurde ja der aktuelle Bedarf skizziert in diesem Konzept. Was benötigen die Walmdorfer Vereine konkret? Ja, derzeit ist es einfach so, dass wir kaum mehr Hallenzeiten bekommen. Und vor allen Dingen auch die Hallenzeiten, die wir haben, sind für uns oder für unsere Trainerinnen und Trainer schon sehr schwierig zu handeln. Ein Beispiel aus dem Judo, das auch ihr wahrscheinlich beim TSV mit euren Karatekas genauso habt. Es geht einfach zu viel Zeit verloren beim Aufbau, beim Abbau, was die Fallschutzmatten angeht. Wir haben Oberliga-Ringer und eine tolle Jugendarbeit in dem Bereich und haben trotzdem keinen dauerhaften Hallenbereich, wo wir mal auch mal die Weichbodenmatten liegen lassen können. Und sowas wäre einfach toll, wenn wir solche Räumlichkeiten hätten, ähnlich wie es auch die Sportvereinigung Feuerbach hat. Für die Capoeira-Leute, die Weichbodenmatten oder die einfach einen weicheren Boden brauchen, für die Karatekas, für die Judokas, für die Ringer, für Mutter-Kind-Kurse,
Also wie gesagt, breites Angebot, alles was nicht ballgebundene Sportarten sind, hat einen extrem schweren Stand zurzeit. Und wie gesagt, Neues kann man nicht aufbringen. Und deswegen haben wir diesen Plan gemeinsam gemacht mit euch, was ich super fand, und auch mit dem BBC, mit denen wir gerne zusammenarbeiten. Und ja, ihr könnt euch das alles mal angucken, was wir benötigen, unter sgwalmdorf.de. Dort ist dieser Plan dabei. Ich glaube, auch bei der TSV-Seite steht er. Oder ihr guckt einfach jetzt bei dem Thema der Bürgerbeteiligung der Stadt Stuttgart. Dort kann man auch die Pläne einsehen, unsere Pläne. Und demnächst, wenn ihr an diesem Weg vorbeilauft von Giebel nach in den Wolfbusch rein, dann kommt dort neben die Tafel der Stadt Stuttgart eine Riesentafel der drei Vereine. Und dort könnt ihr auch noch mal alles sehen und dort könnt ihr auch wirklich all Detail sehen, was wir eigentlich benötigen. Ja, du hast gesagt, die Informationen sind alle im Netz. Auch wir haben alle Informationen nochmal übersichtlich auf sportcampus-weilimdorf.de zusammengestellt, mit allen Links, mit allen Informationen. Da dürft ihr alle gerne mal vorbeischauen. In diesem Konzept sieht man ja relativ schnell, dass es viele spannende und neue Angebote auch für die Bürgerinnen und Bürger geben soll. Möglichst viele Interessengruppen sind in diesem Konzept einbezogen worden. Wer wurde da alles bedacht? Von den Interessensgruppen her ist es so, dass wir nicht nur unsere Scheuklappen aufgesetzt haben und gesagt haben, was haben wir jetzt im Angebot und für die machen wir genau einen Plan. Nein, das war das wirklich Tolle an diesen Planungsgesprächen mit allen Abteilungsleitungen aus allen drei Vereinen, dass man auch gesagt hat, wie kann man denn neue Leute ansprechen, wie kann man Leute, die vielleicht bisher wenig mit den Vereinen zu tun hatten, ansprechen. Und deswegen steht da in diesem Plan dieses Schwimmbad drin. Wir alle drei haben keine Schwimmabteilung, aber wenn so ein Schwimmbad kommen sollte, dann werden wir natürlich uns zu dritt zusammensetzen und versuchen, eine Schwimmabteilung zu gründen für Walmdorf. Wir haben Freiflächen ausgewiesen und eingeplant, wo der Vater und sein Sohn einfach mal kurz zum Kicken gehen können oder Leute Frisbee spielen können oder eine Poolbahn oder Outdoor-Fitnessgeräte. Einfach ganz niederschwellige Angebote, wo Menschen Sport machen können, ohne direkt gleich Mitglied zu werden in den Vereinen, aber die uns dann natürlich kennenlernen. Und ich bin mir ganz sicher, wer auf den Sportcampus Weilendorf, so heißt dieser Plan, kommt, der wird nach lang oder kurz wird er irgendwann mal bei uns andocken, bei uns den drei Vereinen und wird dort mitmachen. Natürlich, klar, wenn eine neue große Sporthalle kommt, dann kann man dort drin nicht nur Futsal oder Handball spielen oder Volleyball, sondern dann kann man auch vielleicht ganz andere Sportarten da finden. Und das ist eigentlich das, was wir uns überlegt haben, dass wir sehr flexibel sein wollen in dem Angebot. Und ich glaube, es ist uns auch gelungen, tatsächlich für jeden die Möglichkeit anzubieten, dass er hier im Grunde genommen ja, Sport machen kann. Egal ob alt, ob jung, ob supersportlich, halbsportlich, so wie ich, oder vielleicht auch aus einer Krankheit kommend als Reha-Maßnahmen. Wie gesagt, der Sportcampus Walmdorf bietet jedem die Möglichkeit, sich einzubringen. Ja, also ein Konzept für jedermann. Du hattest ja gerade schon angesprochen, dass es auch kleine Angebote nebenher geben soll, die zu jeder Zeit und für jeden zugänglich sein sollen. Wie würde sich denn deiner Meinung nach das sportliche Angebot mit dem Sportcampus Weilendorf verändern? Ja, das ist es eigentlich auch. Der Sport in Walmdorf würde sich dahin ändern, dass er freier ist, dass er quasi, dass man keine Hemmschwelle oder Hemmungen haben muss, auf ein Gelände zu gehen. Dass jetzt, klar, unsere Wappen prangen, ist ja auch schön an unseren Geländen, aber wir wollen ja auch Menschen dazu gewinnen, die vielleicht noch gar nicht so, die noch ein bisschen Abstand haben zum Thema Verein. Und deswegen ist der Sportcampus Walmdorf auch das richtige Instrument, die richtige Planung, dass man hingeht, ohne gleich an Mitgliedsbeiträge denken zu müssen oder, ach, da muss ich mich engagieren, sondern die Menschen sind halt individueller geworden. Und ich denke mal, das ist auch wirklich der Clou eigentlich und das, was uns inspiriert hat, dass wir hier eine Planung gemacht haben für alle Walmdorferinnen und Walmdorfer, für alle, die im Stuttgarter Norden gerne Sport machen wollen. Und im zweiten Schritt gebe ich ganz offen zu, klar,
Irgendwann sollen die natürlich Mitglieder werden in unseren drei Vereinen. Ein Verein lebt von Mitgliedern. Und wie gesagt, die Hemmschwelle wäre dann unheimlich niedrig. Die Leute könnten zu uns kommen, einfach mal beginnen. Und wenn man bei uns einem von uns dreien war, der wird dann auch dabei bleiben. Deswegen, bitte, 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 über die Weihnachtsfeiertage nicht nur Netflix streamen oder sich sonst an den Computer setzen, sondern das Tablet nehmen, das Handy nehmen oder den PC und dann wirklich gucken unter diesem Thema Bürgerbeteiligung Stadt Stuttgart und dort natürlich dann für uns und für den Sport natürlich abstimmen, sich beteiligen, teilnehmen. Es ist ganz, ganz wichtig. Die Stadt Stuttgart hat uns hier eine Riesentür aufgemacht. Und jetzt liegt es an uns, da durchzugehen und wirklich Wallendorf, unsere Heimat, für die nächsten 50 Jahre neu zu verändern. Denn das ist wirklich jetzt der letzte große Step, den man hier machen kann. Und wir haben es jetzt in der Hand, das für die Sportvereine tatsächlich positiv in die Zukunft zu führen. Also, dann viel Spaß beim Durchklicken durch die städtischen Seiten, viel Spaß beim Teilnehmen. Und im Frühjahr sehen wir dann einfach weiter. Und ich denke mal, das wird ein gutes Zeichen und 2021 wird ein gutes Jahr für den Sport in Wallendorf. Ja, beteiligen ist das Stichwort. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da auch ein bisschen Rede und Antwort gestanden hast. Danke für die Einblicke und wir sagen Tschüss, Lothar Barth. Tschüss. Ja, er hat es gerade gesagt, nutzt die Möglichkeit, euch da zu beteiligen, bringt euch ein. Alle Informationen zum Sportcampus Wallendorf findet ihr auf www.sportcampus-wallendorf.de. Die Vereine stehen natürlich auch immer gerne Rede und Antwort auf ihren Social-Media-Kanälen, telefonisch, per Mail, wie ihr wollt. Gerne uns kontaktieren, wir geben da weitere Informationen. Wir sagen Dankeschön, dass ihr dabei wart. Bitte beteiligt euch, sportcampus-walmdorf.de ist die Adresse. Nächste Woche beim Team Talk dann wieder eine Person. Wir stellen wieder jemanden Interessantes vor aus dem Verein. Wer es ist, werdet ihr über die Woche erfahren. Dann könnt ihr auch wieder Fragen stellen. Bis dahin, tschüss, schöne Woche und bleibt gesund.